Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von Assassin's Creed. Ja, ich muss gerade ein bisschen leiser sein, weil es schon spät abends, aber ich habe gerade voll Bock auf Assassin's Creed. Eigentlich auf Black Flag, aber um dahin zu kommen, liegen noch zwei andere Spiele nach diesem hier vor mir, weswegen ich hiermit weitermache. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Aufträge. Okay, machen wir das mal. Ich will gerade ein bisschen näher ans Mikrofon, aber damit ich ein bisschen leiser reden kann. Ich hoffe, das hat keine scheiß Tonqualität jetzt. Wenn doch, dann habt ihr halt dieses Session eine schlechtere Quali. Aber die geht auch nicht so lang, also von daher sollte das kein Problem sein. Kann auch sein, dass mal jemand reinkommt, aber nicht schlimm. Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit. Ich bin bereit. Gleich beginnt eine Handgemenge. Den Cento Occhi muss eine Lektion erteilt werden. Ja, mach mal noch mal. Schande, rennt wie! Ein Handgemenge. Warum darf ich die nicht töten? Ich muss mich auf die konzentrieren, Kratz, die sich nicht um mich kümmern. So ein zum Beispiel. Da sehe ich schon eine Truhe. Noch ist, glaube ich, keiner von uns K.O., das finde ich gut. Das heißt, wir kriegen die 100% hier. Aber dieses wird das mehr wohl ehrlich gesagt. Oh, Entschuldigung. Ich sehe ihn. Vier gegen 8 war aber auch unfair. Okay. Aber klar, wir die Diebe mal. Die haben so einiges bei sich. Kann man doch mal machen. Ein Dieb bestehen. Ich nehme auch noch aus. Hier noch euch drei, vier. Dann mal schauen. Naja. Haben wir dich jetzt auch noch? Ist denn noch einer? Außer die Truhe hier. Wo wir was plündern können. Ja, ich glaube aber nicht. Sorry, war ein bisschen grober, aber wen interessiert's? Diebes Gebäude, das kennen wir schon. Steckbrief. Hier hätten wir noch einen Diebesauftrag. Da unten auch. Gehen wir mal da unten hin, da können wir was kaufen. Aber erstmal wollten wir zu dem Romulus-Versteck. Hatten wir in der letzten Session vorgehabt. Kennen wir aber noch nicht dazu. Diese wird zwar ein bisschen kürzer sein, deswegen weiß ich nicht, ob ich... Also was heißt ein bisschen kürzer? Wahrscheinlich eine Stunde insgesamt. Deshalb weiß ich nicht, ob wir zur Story kommen, aber muss ja nicht sein. Müssen noch die anderen Sachen machen. Folgt mir nicht. Kann mir nicht helfen. Jo, ich hoffe, das klingt nicht scheiße, wenn ich so nah am Mikro bin. Aber...
Wenn ja, müsst ihr mitleben. Hat ja geklappt mit dem Springen. Die Pyramide? Ist ja tatsächlich eine. Pyramide Sestia. Das Wahrzeichen, ne, kann ich mir nicht leisten. Noch nicht. Ah, ich kann hier reingehen. Mach die Tür ab. Dann mal schauen, was uns jetzt drin erwartet. Bis jetzt waren sie ja noch nicht so nervig wie die Assassinengräber. Das kann sich aber ändern. Den Bau der Anhänger finden. Das mit den 8 Minuten lassen wir mal. Das interessiert uns nicht. Dass wir hier gesucht sind, ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Neues. Und wie gesagt, das interessiert uns nicht, ob wir es schaffen oder nicht, oder mich tun es nicht. Mir ganz gleich, was es dafür gibt. Außer es gäbe Geld dafür, echt Geld. Das wäre so anders. Dann würde ich es so oft machen, bis ich es schaffe. Hm, bin ich hier gerade runtergefallen? Ich dachte, ich könnte mich da dran festhalten. Nun gut. Wie gesagt, wir probieren es hier mit Gemütlichkeit. Und nicht mit Hetzen. Was haben wir denn hier eigentlich? Das war aber auch nichts. Wo muss es denn dann lang gehen? Da vielleicht. Ja, genau. Die Musik fängt schon wieder an. Finde ich gut. Nein, du musst schon hier hoch. Hier lang. Alles klar. Und diesmal werde ich auch nicht auf die Zeit gucken, deswegen weiß ich nicht, wie lange die Session geht. So lang, wie ich will, ist ja... Na gut, ich möchte ja niemanden wecken. Das will man ja nicht. Auch wenn Wochenende ist. Das bitte ich zu entschuldigen, und das gehört halt zum Leben dazu. Husten meinte ich jetzt, wenn du das gehört hast. Kann man leider nicht ändern. Gut. Soll ich mich genau umsehen? Ich meine, wir scheißen auf die Zeit. Hier unten wird nichts sein. Nein. Na, da ist jemand sehr krank, aber kann ich nicht ändern. Ein Arzt machen, aber der hat mich weggeschickt. Mal keine Zeit mehr. Ich glaube, so Leute haben auch den falschen Beruf. Nee, die 5 Minuten extra kann ich mir nicht Zeit nehmen. Ich meine, dafür werde ich nicht bezahlt. Yep. Falscher Beruf, sage ich dazu. Ich meine, wenn ich Arzt bin, dann bin ich Arzt, weil ich anderen helfen will. Da scheiße ich mal auf die 2-3 extra Minuten. Oder 10 extra Minuten. Aber das sieht wohl keiner mehr so heutzutage. Und kein Beruf. Die Gesundheit von mir aus, aber das... Ja, egal, machen wir weiter. Was haben wir hier? Haben wir denn hier was? Ja, hier haben wir was. Gut,
werde auch nicht gucken, ob ich alle hier, alle Schätze hier finde, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Und das ist besser als nichts. Ne, da unten ist nichts. Denn ich möchte keinen Walkthrough machen. Da einfach nur spielen. Nicht so, wie ich es privat spielen würde, weil... Dann würde ich wahrscheinlich weniger machen. Oder ein bisschen mehr. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Aber hier in dem Let's Play nehme ich das Nötigste mit. Wenn mich die anderen nicht interessieren, die Borgia-Banner, die habe ich mal mitgenommen. Ich sehe zwar, dass ich gerade falsch bin. Und man anscheinend da lang muss. Wahrscheinlich für die 8 Minuten sollte man sich nicht sowas hier konzentrieren, aber wie gesagt, wenn es dafür kein echtes Geld gibt, interessiert mich das mit den 8 Minuten nicht. Oder mit den 100%. Tut mich auch im Privatspielen interessieren, 100%. Will die Story zu 100% genießen? Das ja? Was war das denn? Was war das denn? Im Ernst? Oh, ich bin an der Kante. Oh, ich fahr mal runter. Nice. Alles richtig gemacht, Erziehung. Wir haben alles richtig gemacht. Okay. Ach. Waren wir schon richtig, oder was? Wenn das hier lang zeigt. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich glaube nicht. Man wird schon hier lang gehen. Oder wo bin ich runtergefallen? Ich hoffe, ich bin richtig gerade. Ich weiß es aber nicht. Das ist alles hier so kompliziert. Nee, müsste doch richtig sein. Sei dann die Schatztruhen wurden zurückgesetzt. Dann könnte ich natürlich zurücklaufen. Ah, da läuft ein Typ rum. Hier ist aber kein Schatz. Ist hier ein Schatz? Ja. Da ist einer. Ein grüner Jaspis. Nehmen wir gerne mit. Aber gehen wir weiter. Hier waren wir doch. Zumindest könnte das sein. Netter Skelettkumpel. Keine Ahnung, was da lang unten lang führt, aber... Wie gesagt, wir sind doch nur gestorben mit das Spiel. Mich verarschen wollte. Würde ich mal behaupten. Wenn ich so frech wäre. Na, sozusagen kann man so sagen, wenn man so will. Aber... drauf geht. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Kann sein, dass wir doch ein bisschen mehr gemacht haben. Und die Blutegel sind gar nicht so viel wert, leider. Oder ist ein Glas mit Blutegeln mehr wert, als das, was wir letztes Mal hatten? Oder war es dasselbe? Ich weiß nicht.